Also der war eben bei mir und hat verhindert, dass ich mich überhaupt schaffe aufzubauen. Ich kann das auch. Ich kann auch verhindern, dass du schaffst, dich aufzubauen. Wenn du unbedingt unfair spielen möchtest. Ja, ey. Ich will angucken, was er hier im Militär hat. Das ist halt echt übertrieben. So, wir locken sie mal ein bisschen ins eigene Land. Da trauen sie sich nicht. Ja. Aber mit dem Staatsmilitär, das ich habe, kann ich da leider nichts ausrichten. Das tut mir leid. Das geht halt nicht. Das war bei den Asiaten soweit noch nett gewesen, weil es da immer diese versteckten, die versteckten Waffen gab. Dann konnte man den relativ schnell überrennen. Aber was willst du denn machen, wenn du kein Militär hast? So. Wo entscheidet's? Daran, dass es jemand baut. Oh, und da am Stein. Ich pfeife jetzt gerade mal auf brauchbare Nahrungsproduktion, ist mir jetzt erstmal egal. So. Und er hat hier halt auch einfach schon Kohle und Eisen am Anfang rumliegen. Also da braucht man sich auch nicht wundern. Also unfairer geht's ja wohl kaum. Muss ich noch mal entbehren für hier unten. So. Dann geht halt jetzt eben der Fisch auch wieder komplett überall rein. Dann leben wir halt eben erstmal nur von Fisch. Wenn es nicht honest geht. Das alles abholzt, so wie eben. Können wir auch eigentlich schon ein bisschen hier hinstellen. So, dann produzieren wir halt erstmal völlig sinnlos Militär. Bitteschön. Während der wahrscheinlich im Moment so ziemlich gar nichts macht, weil er nämlich nichts mehr machen kann. Ja, und hier macht er wieder Holz, hier macht er Stein. Gut. Dürfte ich jetzt eigentlich meine Ruhe haben. So, hier muss ich noch eine Weile suchen lassen, dann muss ich vor allem hier unten mal
mir mal sagen, ob da noch mehr Kohle ist. Ich glaube, es war so, aber ich habe es ja schon wieder vergessen, ne? So. Ja. Genau, dann machen wir hier unten die Kohle. Und hier das Eisen. Machen hier das Eisen. Machen hier die Kohle. So wie beim letzten Mal. Bauen uns eine Eisenschmelze. Eine Werkzeugschmiede. Eine Waffenschmiede. So. So, hätten wir jetzt einen Teil seines Militärs auf den Hals gehetzt, aber leider ohne Erfolg. Also für ihn leider. Für mich Gott sei Dank. Auf diese Weise kann ich diese Landesspaltung hier oben noch ein Momentchen halten. Das passt mir ganz gut. Einfach erste Kaserne. Hier hinten gerne noch ein Türmchen bauen. So. Lass mich hier nicht verarschen. Warte mal, wenn gleich meine Militärproduktion anläuft. So nicht. Sauerwärtsch da. Boah, Fisch haben wir auch schon. Bauen wir schon mal. Zack, zack, bum, bum. So. Bei dem passiert gerade ziemlich gar nichts. Tja, tja, so ist das, wenn man im Aufbau gestört wird. Brauchst jetzt auch nicht rumheulen, dann bist du selber schuld. Du hast angefangen mit der Scheiße. Ich hab die falsch rumgebaut. Ja, hab ich auch. Ich hab die konsequent falsch rumgebaut. Hä? Scheiße. Die werden sich relativ zeitig beschweren, dass sie keine Rohstoffe mehr haben. Kacke. Machen wir nochmal zwei richtig. Können wir schon mal machen. So. Ja, ja. So, die Waffenschmiede wird auch gebaut. Bisschen. Wobei zu lange warten ist blöd, denn dann kommt er nicht mehr mit dem Nachforsten hinterher. Also machen wir es gleich.
So, hier oben ist immer noch Ruhe. Hat ein bisschen was von seinem Militär eingebüßt. Ich leider auch. Ich riskiere mal einen Blick. Natürlich sein, dass der Turm mit Bogenschützen besetzt ist. Ja, Bogenschütze gegen Bogenschütze. So. Dann locken wir die ein bisschen in mein Land und lassen sie von hier oben wegschießen. So, dann schießt er selber wieder. Hihihi. Weiter. Los, weiter schikanieren. Nur nicht klein beigeben. Ah, es sind immer noch ordentlich viele, die er da hat. So, jetzt haben wir einen erwischt. Hihi. Jetzt können wir es eine Weile machen, die sind ja unten gerade beschäftigt. Dieses Bogenschütze gegen Bogenschütze ist halt doof. Jetzt müssen wir mal den Angeschlagenen hoch auf den Turm bringen. Da kann der mal das Spielchen weiter treiben. Der dürfte das jetzt ein bisschen länger überleben. Dann geht ihm aber auch schon wieder an die Substanz hier. Na, also. So, du bist der Fitte. Ja, der braucht einen Krieger, das ist mir klar. Gleich. So, dann schicke ich die zwei in den Turm. Oh. Denn jetzt dieser super mega Bogenschütze her, das ist jetzt nicht fair. Wenn man jetzt nicht hier wettet. So haben wir jetzt nicht gewettet. Ja, ja. So. Den haben sie besetzt. Ziemlich großer, fetter Berg hier. So, die zwei Türme haben wir jetzt auch schon gebaut. Oh, der hat hier oben auch schon weitgehend alles weggehackt. Gut. Sollen wir da oben weghacken? So. Meine Minen laufen mit Fisch natürlich verhältnismäßig miserabel. Ja,
Aber der ist hier oben immer noch handlungsunfähig, also ist es mir egal. Ich würde nur gerne dieses kleine Ickelchen da oben noch ein bisschen Militär dazu schicken. Das ein bisschen zu stützen. Aber gut.